Einer muss es jetzt mal sagen. Fußball ist doch was für Deppen. Aber bevor jetzt alle über mich herfallen, würde ich mal sagen: ein Prosit der Gemütlichkeit. Dem Anlass angemessen. Okay, ich verstehe Fußball nicht. Deswegen, das könnt ihr ja gleich streichen, das Argument. Ja, ich habe keine Ahnung. Und ich ist mir auch nur wurscht. Das nennt man übrigens Ignoranz. Ich kapiere schon gar nicht, dass die nachher damit Fugenrecht und recht sagen, mir ist ein Weltmeister, jetzt mal davon abgesehen, dass jetzt natürlich bloß weil elf oder wie viel auch immer, sagen wir mal, ja, zwei Dutzend Kasperle da irgendwas erreicht haben, dass das sich plötzlich überträgt auf eine Riesengruppe, die zufällig im richtigen Land geboren sind. Okay, ist schon ein bisschen fraglich. Aber von mir aus, ein bisschen Solidarität ist ja manchmal auch nicht schlecht. Aber allein dieses Verfahren, ich blick's nicht, ich blick's echt nicht. Da wird dann, wie funktioniert das? Da wird ausgelost, wer von wem gegen wen, weil wenn man es richtig machen würde, dann wären das ja Sacki viel Spiele. Deswegen lost man irgendwas aus, irgendwelche, wer gegen wen antritt. Ja, wir sind jetzt halt bei der WM, aber bei den anderen ist das glaube ich genauso. Hier habe gesagt, ich kenne mich nicht aus. Und wie gesagt, ist es mir wurscht. Und dann feiern sie groß. Haha, ha, da haben wir aber Glück in der 37. Viertelvorrunde, weil da treten wir gegen Westnauru an. Und wir wissen ja, Westnauru ist im Winter bei Gegenregen Regen und was weiß ich was eher etwas schwächer. Ah, das feiern sie dann groß. Und dann geht es immer so weiter, boah, das Kind. wenn wir ins Endspiel kommen, dann kommen wir vielleicht gegen die... Ah, blub, abla, blö. Okay, das kapiere ich schon nicht. Aber man kann ja sagen, okay, Zufall ist im Leben immer dabei. Und wer denkt, das Leben wäre gerecht oder wäre ein Kindergeburtstag. Nein, ja, das mit dem Kindergeburtstag, das Leben ist manchmal ein Kindergeburtstag, weil Kindergeburtstage sind wirklich schrecklich. Also, das hat mit Gerechtigkeit eh nichts zu tun. Also könnte man vielleicht sagen, Fußball spielt das Leben wieder. Okay. Und dann am Ende, wenn sie sich nicht einigen können mit Elfmeterschießen. Ja, dann können sie sich doch auch gleich jenseitig als in die Fresse hauen, bis irgendwie keiner mehr da steht oder wie. Oder was. Und dann geht es irgendwie um. Wie, wie groß muss die Differenz sein, dass dann einer Weltmeister wird? Weltmeister. Wär's nicht, ist wär's nicht witziger, wenn die sagen würden, Mensch, wir haben uns nicht entscheiden können? Wir sagen einfach, wir haben zwei Weltmeister des Jahr. Ha, tschaka, tschaka. Und äh, wir gehen dann gemeinsam saufen. Wäre vielleicht ein bisschen sympathischer. Aber wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung. Dem wirkt natürlich, wenn man solche, was weiß ich, sowas, nimm mal was ganz, ganz abartiges so. adac test oder irgend sowas. Oh, uh, jetzt jetzt. Der wirkt ja schon beinahe richtig objektiv. Ich glaube, jetzt habe ich mit Nestling gesetzt. Easy fix. Das habe ich jetzt nicht gesagt, gell? Ja gut, und dann gut, von mir aus. Schenkt. Dann finde ich das immer so witzig mit der Loyalität und meinem Verein. Loyalität. Ach, das ist mein Verein. Ja, aber was mache ich eigentlich? Jetzt müsst ihr mir jetzt echt sagen, weil ihr habt gesagt, ich verstehe es nicht. Wenn euer Verein, er quotes, dann irgendein Spieler für den ihr total seid verkauft an einen anderen Verein oder wenn, ja, gehen wir mal das Beispiel durch, ne? Ist es dann immer noch der gute Spieler oder ist er bei dem anderen Verein dann der böse? Und wenn jetzt der ganze Verein, das ist nur rein theoretisch, wenn jetzt alle Spieler zu dem nächsten Verein gehen, wechselt ihr dann fanmäßig rüber oder ist es weil euch die Trikotfarbe so gut gefällt? Ich weiß, also ich stelle hier nur ketzerische Fragen. Für mich ist Fragen einfach. Ich erwarte Antworten. Deswegen, da haben wir unten die Kommentare. Ich verstehe es nicht. Weil, was weiß ich, wenn irgendein Sänger mir gefällt, dann gefällt mir der. Der wechselt, kann natürlich den Verein nicht wechseln. Gell, ne? Also nee, ihr versteht, ihr versteht hier, äh, wie die Analogie langsam zerbröselt. Witzig finde ich dann jetzt. sagen wir halt in Stuttgart. Ne? Im Kino seht ihr, ihr seht Werbung für den VfB Stuttgart. Das müsst ihr euch mal geben. Die machen Werbung im Kino. Für sich. Der Claim, Claim kennt ihr ja, so wie einfach gut war es früher bei McDonalds, der Claim des VfB Stuttgart ist, furchtlos und treu. Hättet ihr mir jetzt das einfach ohne Kontext gesagt, hätte ich gesagt, ja das ist ein Rauhardackel, oder? So, weil die, so als Jagdhund der Rauhardackel. Furchtlos und treu, rennt er in den Wald und bringt dem Förster den erlegten Hasen zurück. Ist ein bisschen deppert, aber das ist bei einem Jagdhund vielleicht manchmal gar nicht schlecht. Weil wenn er raffen würde, was er da tut, hätte er vielleicht mal andere Gedanken. Deswegen sind auch Katzen, glaube ich, intelligenter als Hunde. Beim Hund kannst du tausendmal den Ball da irgendwo hinschmeißen, der bringt ihn zurück. Ein Katz denkt sich, lügst mir Morsch? mach einmal die Futterdose auf, du, sonst werde ich hier langsam renitent. Ah, jetzt war ich beim VfB Stuttgart, jetzt bin ich ein bisschen blöd abgebogen, gell? Da kommt immer das Argument, boah, das ist ja alles so gesund, ne? Dieser Breitensport ist gesund. Mal davon abgesehen, dass man muss jetzt immerhin immer trennen zwischen das ist wie beim Wahlrecht, ne, aktives und passives Wahlrecht. Jeder hat das Recht zu wählen. Ja okay, jeder Wahlberechtigte hat das Recht zu wählen. Ne. Das ist natürlich jetzt eigentlich ein Pleonasmus. Jeder hat das Recht Fußball zu spielen und jeder hat das Recht zu gucken. Aber auch da sind die Analogien nicht immer hundertprozentig gegeben. Da komme ich später noch mal drauf. Also erst einmal, das ist ja so gesund. Jetzt schauen wir doch mal. Die AOK bezeichnet das Fußballverletzungsrisiko als hoch. Da bin ich jetzt nicht sicher, ob sie Amateursportler oder Profis meinen. Wobei bei Profi, na gut, Profi definiert sich ja so, als dass jemand Geld damit verdient. Naja, okay. So kann man das schon sehen. Interessanterweise sagt die Ruhr-Uni Bochum, von 125.000 registrierten Unfällen, also im Sportbereich, entfallen 58% auf Fußball, dann folgt irgendwann mal Handball mit etwa 12%. Also, das ist ein scheiß Argument. Fußball ist ein extrem hohes Verletzungsrisiko und im Prinzip sollte man auch, wenn man jetzt zum Beispiel Leute einstellt, nicht fragen: Machst du Paragliding? Weil das ist total gefährlich. Ne, die sagt, Spürst du Fußball? Alter, du da, da, dann gehst, gehst hier weiter, gehst zum nächsten, weil da bist du wahrscheinlich im Durchschnitt zwei, drei Tage im, was weiß ich, ich habe die Zahl bis jetzt rein erfunden. Bei erfundenen Zahlen sollte man immer eine Kommastelle machen. Da bist du im Durchschnitt 2,3 Tage im Jahr krank. Wie gesagt, die Zahl ist erfunden. Klingt aber gut. Jetzt kommen natürlich dann das so Argumente: boah, aber auch andere Sportarten sind gefährlich, bla, bla bla, 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 bla. Klar, es gibt aber auch noch unerwartete Nebenwirkungen, die man zum Beispiel beim Schach- und Tischtennis nicht hat. Ich habe noch nie verstanden, warum Schach als Sportart gilt, aber das ist nur eine Eigenartigkeit in meinem Hirn, weil, ähm, weil man sagt: Ja, Schach ist ja geistig anstrengend, deswegen ist es eine Sportart, oder? Das ist die Logik dahinter. Ja, aber dann müsste irgendwie ein Mathematiker auch ein Sportler sein. Und spätestens, wenn man dann zu den Physikern und Stephen Hawking kommt und die als Sportler bezeichnet, muss ich sagen, ist das ein bisschen far meiner Meinung nach. Also bei den anderen Sportarten, also ich nehme jetzt Schach- und Tischtennis mal durch direkt raus, hat man relativ wenig Probleme mit steigenden Versicherungsbeiträgen, wegen größeren Verletzungen, wegen Vandalismus, Polizeieinsätzen, Alkoholismus. Und Ehescheidungen, weil sich der Kaspar mal wieder den größten Ultra-Wide-UHD-Fernseher gekauft hat oder irgendein riesen Beamer gekauft hat, mit dem er auf die Wand des Nachbarn projiziert hat und äh, was weiß denn ich, was, auf was Kerle alles für Ideen kommen bei ihren Bedürfnissen in einer Gartenparty zusammen mit der riesen Grillbockwurst äh, anderen zuzugucken, wie sie einen Ball von links nach rechts treten und sich dann streiten, ob dieses Dingens da mehr von rechts über der Linie oder von links über der Linie war. Naja gut, jetzt haben sie ja schon mal ein bisschen was mit Videobeweis gemacht. Ich glaube, kleiner Abzweig, ich glaube, das war ein Riesenfehler, weil meine Theorie, meine Verschwörungstheorie ist sowieso, dass diese Unentschlossenheit, also das ist eigentlich nicht so richtig, diese Undefiniertheit bestimmter Spielzustände, dass die Teil des Gags ist, weil man kann dann immer sagen, ich habe das so gesehen und der Schiri hat ja eh keine Ahnung. Bevor ich jetzt aber dazu weit abzweige, da sind noch ein paar andere Schweinereien. Zum Beispiel diesen Müll durch die herumfliegenden Flaggen. Die, das ist jetzt aber immer so eine WM-Sache, ich weiß auch nicht warum. Mir sind immer erst Deutsche, wenn es WM gibt. Ich habe ja jetzt echt kein Problem damit, wenn jemand einfach Schwarz-rot-gold an seinem Auto aufhängt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, gell? ja Mai, warum auch nicht? Die Österreicher würden vielleicht eine österreichische Flagge aufhängen. Was soll's? Die Amerikaner kennen da eh nichts, keine Probleme. Ihr habt aber hoffentlich die Anleitung zu eurer Fahne gelesen. Nein, die, also mit, mit Fahne Autofahren ist eh immer so ein Problem. Und über gewissen Geschwindigkeiten sind die teilweise gefährlich. Und dann bricht dieser Rotz ab und keiner sammelt den Scheiß wieder ein, der nachher am Straßenrand liegt. Das ist das eine Problem. Das andere, wenn irgendwelche kasperle und ich habe die schon mit 120 auf der Autobahn fahren sehen, ich hoffe, dass die Dinger das aushalten. Weil, wenn dieses Ding jetzt sich bei mir in die Scheibe bohrt, dann seid ihr haftbar. Das ist euch klar. Gut, okay. Das verschwindet nach der WM wieder, hatte ich ja gerade schon gesagt. Irgendwie Flaggen aufhängen machen wir bloß bei Weltmeisterschaften. Naja, wenn das die einzigen Fahnen wären, die deutsche Autofahrer haben. Wäre es ja noch. Okay, finanziell. Ja, das lohnt sich doch super, oder? Jedenfalls für das Land, das es austrägt. Und für die Werbeeinnahmen und so weiter. Naja, man schätzt, dass Putin die WM 10 Milliarden Dollar kosten wird. Ich weiß noch nicht, ob er das rückfinanzieren kann. Irgendwie, keine Ahnung. Muss er halt ein bisschen den Ölpreis äh, erhöhen oder Gaspreise? Ich weiß nicht, kenne mich da nicht aus. Interessant ist, die Zahlen, die, also das war jetzt eine Schätzung, ähm, die WM in Brasilien, da weiß man, dass die 15 Milliarden gekostet hat. Die FIFA kriegt da irgendwie 2 Milliarden aus den Fernsehrechten. Das, die Zahlen kommen ein bisschen komisch vor, weil wenn ich jetzt gucke, was die deutschen Öffentlich-Rechtlichen ausgeben, ja, da solltet ihr euch erstmal kurz hinsetzen. Also Referenz nimmt man ja immer so gern. Sendungen, die wir kennen, so wetten das. Kennt es noch jemand? Das ist die Sendung, die irgendwann mal den Absprung nicht geschafft hat. Oh, der war jetzt böse. Also, die gibt es ja jetzt nicht mehr für die ganz Jungen unter euch. Kostet es ungefähr zwei bis drei Millionen Euro? Ich weiß nicht, ob da die Garage von Gottschalk schon dabei ist. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie viel Gummibärchen sie gefressen haben während der Sendung. Oh, heute kriege ich echt Ärger. Naja, also, muss ich kurz gucken. Die Zahlen etwa 200, 220 Millionen für die Übertragungsrechte an der WM. Da gehen die Angaben ein bisschen auseinander. 220 Millionen. Bei der Champions League haben sie schon die Notbremse gezogen, weil 20, ab 2018 werden die 171 Millionen nur im Privatfernsehen verbraten. Ihr könnt gerade die Zahlen so ein bisschen aufsummieren und so weiter. Ja, jetzt haben wir noch die Bundesliga vergessen. Die schlägt mit weiteren 250 Millionen zu Buche. Wenn wir jetzt alles sehen wollten, also wenn die Champions League noch in den öffentlich-rechtlichen wäre, dann äh, traue ich mir jetzt mal aufzurunden, das ist so eine Dreiviertel Euro. Das muss ich ein bisschen setzen lassen, die Zahl. Eine Dreiviertelmilliarde Euro, also 750 Millionen, das entspricht dann ungefähr 370, werden das folgen. Ich weiß nicht mal, ob es so viele gibt. Das ist natürlich auch kein Qualitätskriterium, ist mir schon klar. Haben's euch ins Hirn geschissen. Es kann nicht sein, dass der Gebührenzahler diesen Spaß hier bezahlt und zwischendurch mal plötzlich, das war vor, das ist schon eine Weile her, ne, als unsere Regierenden beschlossen haben, dass Fußball zur Grundversorgung gehört. What? Mir kommt's immer wieder so vor, wie wenn unsere Bedenkenträger, nein, Gesetzesbeschließer, so rum, immer dann erst aufwachen, wenn's an ihren eigenen Geldbeutel geht. Kann das sein, dass es vielleicht für die Herren und Damen bequemer war? Das so zu beschließen, weil sie dann selber weniger bezahlen müssen oder was? Also, sorry, geht gar nicht. Und wenn schon, dann kriegt doch bitte mal diese Scheiße in den Griff, dass in irgendeiner Online-Variante es nicht möglich ist, also was weiß ich, Tageschein, 100 Sekunden, das, dann kommt über diese Einblendung, diese Bilder sind aus also urheberrechtlichen Gründen dürfen nicht ausgestrahlt werden. Das sind Nachrichtensender. Kriegt doch mal euer Urheberrecht irgendwie auf die Pfanne. Naja, mir ist eh wurscht, aber von mir aus könnte man dann eh gleich schon schneiden an der Stelle. Weil es macht ja überhaupt keinen Sinn, einen O-Ton, also einen, einen Kommentator-O-Ton einzublenden und auch kein Bild. Leute, reformiert das Urheberrecht. Aber eine witzige Folge hat der ganze Spaß. Doch, die Klassengesellschaft wird von hinten aufgerollt, denn während der, ähm, ja, finanziell unbeschränkte... Leger über IPTV irgendwelche Übertragungen genießt, die bis zu 60 Sekunden verzögert gegenüber dem ich nenne es mal Grundsignal laufen, ist derjenige, der mit DVbt unterwegs ist tatsächlich teilweise 60 Sekunden früher dran. Ja das, ähm, jetzt könnte ich ein paar böse Sachen sagen, aber das ist so so die Rache der Enterbten, die haben die Torchancen früher gesehen und machen dann allen anderen das ganze Zeug kaputt. Naja. Wenn, wenn sich Live über eine Differenz von 60 Sekunden definiert, dann gibt es tatsächlich ein Problem. Finde ich total unterhaltsam. Naja, hört man eigentlich auch nur bei diesen Sportarten, gell? Ich habe das jetzt noch nie von Olympia gehört oder so. Das, ja, da, da, ich glaube, da, da jubeln die Leute auch nicht so bei Olympia, oder? Jugendjubel für Olympia. Nee, das war jetzt wieder was anderes. Glaube ich nicht. Hm. Witzig, eigentlich irgendwie witzig, dass, äh, dass das Wort Latenz der breiten Masse nur durch die Differenz des Torjubelns ein Begriff geworden ist. Ja, und jetzt seid ihr sogar durch und habt wahrscheinlich auf mich angefangen zu schimpfen und böse Kommentare zu schreiben und jetzt relativiere ich das Ganze auch wieder. Klar, die ganzen Unfälle, Sportunfälle und so weiter, das ist eine Zahl, die sieht erst einmal ganz interessant aus. Aber jetzt kommt der Gegenpunkt, den ich mir selber setze. Wenn die Leute keinen Sport machen, sind sie natürlich viel ungesünder unterwegs und mit großer Wahrscheinlichkeit wird es insgesamt mehr kranke Geschädigte wie auch immer geben, wenn sie wenn sich alle jetzt gemütlich auf ihren Arsch setzen und Chips in sich reinfressen? Klar. Und als andere Relativierung, im Straßenverkehr gab es 2017 302.000 Unfälle mit Personenschäden. Also bevor wir anfangen Freizeitsportarten zu verbieten, sollten wir eher das Autofahren verbieten. Nicht schlagen, nicht schlagen, äh, nein, ihr nehmt den R8 nicht wieder mit. Den, nein, nein, la, lasst du den da, lasst du den da, Z-Fix. Und eine andere positive Wirkung, die hätte ich vorher schon erwähnen wollen, als ich bei den Shiris und diesen undefinierten Zuständen mich etwas lustig gemacht habe. Einigkeit ist wichtig und Einigkeit kann man auch dadurch gewinnen, dass man im Halbsuff sich einig ist, wer der Arsch ist. Das ist wie in einer guten Firma. Da hat man immer irgendeinen, der ist für alle klar ersichtlich und bei dem sich alle klar einig sind. Der Arsch. Wenn man den nicht hat, sollte man den eigentlich einstellen. Und wenn der Schiri mal wieder eine Fehlentscheidung trifft oder irgendein anderer Kasper irgendwas Böses gemacht hat, sind sich alle in der Kneipe bei 2,0 Promille einig. Und was könnte denn schöner sein als solche Einigkeit? Ja, es gibt noch eine Sache, die weiter schön ist. Freie Straßen, freie Freibäder, freie Baumärkte. Versucht einmal ein Brettel in irgendwelchen Maßen zurechtzuschneiden, während Deutschland spielt. Es ist, nein, es ist wieder erwarten eine völlig schmerzlose Prozedur, weil meistens in dem Baumarkt die Leute dann, die sich eh nicht dafür interessieren, und ihr könnt frei flanieren, während die ausgebildete Sägefachkraft wartet auf eure Maße und euch das Brettel passend zuschneidet. Ja. Und meine ganz persönliche Verschwörungstheorie: Fußball gibt es eigentlich nur, damit die Parlamente während den wichtigen Spielen Gesetze beschließen können, auf die keiner mehr achtet. Ich denke mal, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Fußball gucken. Jetzt, jetzt, Scheiße, jetzt habe ich das lang gelabert und jetzt, jetzt, jetzt ist er versumpft. Das wird nichts. Egal, äh, der muss jetzt weg hier noch. Ich weiß nicht, ob. Äh, Schneiden unter Alkohol, ob das erlaubt ist. Aber ihr seht es dann wahrscheinlich an dem Video, wie weit ich gekommen bin. Servus. Ist das alles, was ein Bier braucht? Bin mir nicht sicher. Ich habe das richtige Bier, haben es ja nicht gehabt, die in Schwaben haben, glaube ich, überhaupt keine Ahnung, wie man Bier macht. Es ist, ist ein Desaster. Ich möchte noch ein bisschen weiter labern, weil die meisten von euch haben eh schon abgeschaltet. Und jetzt sind wir so unter uns, werde ich hier noch an mein Bier weiter nippe. Das ist gar nicht schlecht für, der, für ein Schwäbisches Bier, das ist gar nicht schlecht. Aber sonst wäre ich eigentlich eher für Schneiderweiße. Oh, das war jetzt Werbung. Der fix, der fix, der fix. Jetzt kriege ich Ärger.